Andreas, du hast eigentlich gleich zwei Karrieren gemacht, eine sportliche und eine berufliche. Als Hockeyspieler hast du dir in der Bundesliga und als Nationalspieler den Ball um die Ohren schießen lassen, bist mit deiner Mannschaft mehrfach deutscher Meister gewesen. Dann hast du als Geschäftsführer bei Holzbrink, beim Zeitverlag, der Verlagsgruppe Handelsblatt, Matzak und bei NZZ bist du tätig gewesen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Könnten ja noch ein paar dazukommen. Daneben hast du Parship, Radio.de und WeSound erfunden. Und jetzt erwächst du als CEO den Wort- und Bildverlag und die Apothekenumschau aus dem Dornröschenschlaf. Bei diesen ganzen Stationen, die du schon so hinter dir hast, bist du ein Jobhopper? Das sagen mir zumindest Headhunter. Ich habe einen relativ bunten Lebenslauf, aber das hat mich ehrlich gesagt relativ wenig interessiert. Mich nie eine Mediengattung interessiert hat, sondern nur Inhalte, Leistungen, Services und Kundenbedürfnisse. Und wann ich irgendetwas gesehen habe, was auch meine Bedürfnisse befriedigen würde, habe ich versucht, das umzusetzen und hatte das große Glück, mit einem Verleger wie Dieter von Holzbrink jemanden zu haben, der das super unternehmerisch unterstützt hat. Eine ganze Menge Erfolge hast du schon feiern können. Was war denn dein größter Misserfolg? Denn darum geht's heute Abend. Ja, Misserfolge gab es natürlich auch viele. Im sportlichen Sinne war es so, dass ich nie eine Olympiade gespielt habe, aber trotzdem hat mir die Zeit sehr viel gebracht im Sportlichen. Unternehmerischen war es so, ich habe den ersten homosexuellen Sender Deutschlands aufgesetzt, TimTV. Super, wenn sie ein rein werbefinanziertes Business Ende 2008 launchen. Es hat 2 Jahre gedauert und dann war die Luft aus, aber es war ein extrem tolles Erlebnis, tolle Erfahrung. Ein anderes Erlebnis war 2003. Ich habe für 3 große Verlagshäuser in Deutschland versucht, mobile.de zu kaufen, weil ich die Gründer kannte und gesagt habe, so, das ist die letzte Chance für die klassischen Medien im Classified-Markt nochmal was richtiges zu bekommen. Ich war mit den Gründern schon einig, für 70 Millionen das Ganze zu kaufen. Und dann kam ein Verleger etwas älterer Generation und sagte, Herr Arnzen, das kann ich ja gar nicht anfassen. Druckmaschinen, die kann ich anfassen und 70 Millionen und ich weiß nicht. Und können wir nicht die Hälfte in Media bezahlen? Also der Klassiker. Daraufhin habe ich gesagt, das ist Ihr Geld, ich versuche das. Hat natürlich nicht funktioniert. Nach 1,5 Monaten war es nur so interessant, da ging das Ganze in eine Auction. Und da kamen dann auf einmal diese 3 Verleger und waren bereit, 100 Millionen Cash hinzulegen. Das heißt, es hat nicht lange gedauert, bis sie verstanden haben, was für ein Business dahinter steckt. Und für mich war es natürlich ein Trauerspiel, weil ich es für 70 Millionen Cash hätte bekommen können und für 123 Millionen ist es dann an eBay gegangen. Und die hätten aber auch 200 gezahlt. Also von daher, bittere Erfahrung. Wie gehst du mit so einer Niederlage um? Guten Rotwein trinken und am nächsten Tag was Neues finden. Man muss schon erkennen, das klingt so lapidar, aber wenn wir ehrlich sind, leben wir in einer tollen Zeit. Weil, wenn Sie wirklich ehrlich sind, Sie haben jeden Tag, jede Stunde eine neue Chance. Wenn man die Augen offen hält, ja, kommt sofort wieder ein Zug vorbei und es ist Ihre Ding, ob Sie draufspringen oder nicht. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, aber diejenigen, die einen Misserfolg haben und die Augen verschließen und Trübsal blasen und sich irgendwo einschließen, die sind halt selber schuld. Aber wenn Sie sagen, hey, nächstes Ding, dann werden Sie auch die Chancen bekommen. Das ist dein Learning aus dieser Niederlage gewesen. Fiel es dir vielleicht auch leichter, damit umzugehen, weil du schon als Sportler hast lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen? Ja, sicherlich. Da spielt auch das Thema Mannschaftssport eine Rolle. Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam, man geht durch dick und dünn und hat das beim Sport natürlich dann schon von Kindesbein auf irgendwie gelernt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, Sport und Unternehmertum hängt auch dicht zusammen. Eine Risikobereitschaft hängt auch damit zusammen. Und man muss eigentlich auch den Willen haben, bestimmte Risiken einzugehen. Ansonsten können Sie auch unternehmerisch überhaupt keinen Erfolg haben, bin ich 100% von überzeugt. Und was ganz wichtig ist, übrigens sowohl beim Sport als auch im Unternehmertum, positives Denken. Wenn Sie nicht richtig positives Denken haben und das nicht entsprechend abfärbt auf Ihre Mannschaft, egal beim Sport oder im Job, haben Sie keine Chance zu gewinnen. It's all about people. Und die Idee kann noch so gut sein, wenn die Leute nicht gut sind, wird das Ding nicht fliegen. Das heißt, die Umsetzung, das verkennen auch viele. Die Idee, ganz ehrlich, 20%. 80% reine Umsetzung, machen. Ich habe unglaublich viele Menschen gehört, die mir gesagt haben, bist du denn bescheuert und Parship und du hast nur 4% bekommen. Die gucke ich immer an und sage, ja, und du hättest vielleicht die Idee gehabt, hast es aber nie umgesetzt.
Machen, machen, machen. Umsetzen und auf die richtigen Leute setzen. Vermisst du das an Fehlerkultur in Deutschland? Definitiv. Also es ist eine, wie soll man sagen, kulturelle Wüste, was das Thema anbelangt in Deutschland. Bei älteren Generationen, wenn sie einen Misserfolg haben, wird nur über diesen Misserfolg gesprochen und es wird überhaupt nicht erkannt, welcher Wert in einem Misserfolg steckt. Meiner Meinung nach brauchen sie den Misserfolg, um erfolgreich zu sein. Haben Sie einen guten Skifahrer schon mal gesehen, der sich nicht hingepackt hat? Das gibt es nicht. Keine Chance. Sie müssen in Grenzbereiche gehen, sie müssen Schmerzen erleiden, sie müssen umfallen und wieder aufstehen. Und danach sind sie doppelt so stark. Was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, ist, welche Zukunft sagst du denn dem Burda-Titel My Life, also dem Konkurrenten von der Apothekenumschau, voraus? Erfolg oder Misserfolg? Ich glaube, dass es ein sehr vages Spiel ist von denen und das habe ich Herrn Welte auch so gesagt. In diesen Märkten ist es so, ich glaube einfach, dass wir kooperieren müssen, um erfolgreich zu sein. Und auch in dem Fall hätte ich mir gewünscht, dass man sich im Vorfeld vernünftig austauscht, weil das lehrt schon die Spieltheorie. In sinkenden Märkten, das haben wir im Print so, gewinnt nur der, der kooperiert. Und davon sind wir momentan ein Stück weit entfernt. Aber man muss positiv denken und wer weiß, was in der Zukunft kommt. Fasse ich auch so auf, als ob die Tür bei euch offen steht für weitere Gespräche? Wenn du das jetzt in Bezug auf Burda nimmst, selbstverständlich, aber auch für andere. Wir sind mit der Rentner-Bravo ganz gut positioniert und ich nehme das sportlich und nehme die Herausforderung an. Touri 2 Edition. Inspiration für Macher.